Ja, herzlich willkommen zum Silvester-Special. Ich habe mir heute gedacht, Mensch, es gibt so viele geile Spiele, die mit Feuerwerk zu tun haben. Und dieses Jahr, was ich auch sehr gemocht habe, ist halt Sunset Overdrive. Sunset Overdrive ist ein Spiel von den Insomniac-Machern, also von den Resistance-Machern und auch von Fuse, dem nicht so tollen, eigentlich viel erhofften Spiel. Auf jeden Fall ist Sunset Overdrive ein gutes Launenspiel, sag ich mal. Denn es macht in dem Sinne Spaß, durch die Gegend zu bouncen, zu grinden und dort natürlich tausend mögliche Sachen zu sammeln. Bargeld, Dosen, hier zum Beispiel Dosen, oh je, ich habe die Viecher aufgeschreckt, weil da jetzt was rausläuft. Das ist nämlich Overcharge, das hat diese Menschen hier zu komischen Zombies gemacht, die uns komischerweise immer fressen wollen. Warum wollen Zombies eigentlich immer uns fressen? Warum können die nicht veganisch sein? Veganische Zombies. Ich darf dich nicht essen, du bist nicht vegan. Boah, ich hab mich doch von Pflanzen ernährt. Nein, ich darf dich trotzdem nicht essen, du bist Fleisch. Egal, wir gucken jetzt einfach mal auf der Karte. Ich will euch nämlich den Multiplayer zeigen von Sunset Overdrive, den sogenannten Chaos-Modus. Und da geht natürlich mehr die Loots. Ne, während wir auf dem Weg sind, das geht eigentlich sogar recht schnell, erzähle ich euch noch ein bisschen. Wie gesagt, die Apokalypse wurde ausgerufen, weil die Firma Fisco, ein Getränk auf den Markt gebracht hat, ein Energy Drink auf den Markt gebracht hat, was irgendwie komische Nebenwirkungen hat. Und zwar, jeder, der es trinkt, wird zu einem Zombie, einem sogenannten OD. Ne, und diese ODs sind schlimm. Schlimm sind aber nicht die ODs alleine, sondern es gibt noch weitere Kreaturen. Einmal die von der Firma hergestellten Fisco Service Roboter und die Scrubs und nebenbei noch die ODs. Alle drei gegnerischen Fraktionen haben natürlich auch unterschiedliche Gegnerklassen. So haben die ODs die Schleuderer. Bei den Fisco Service Robotern gibt es einen riesigen Roboter und das Spiel ist im Endeffekt richtig auf lustig und auf Humor getrimmt. Wirklich. Denn da sind so viele Punkte, Zitate aus Filmen und Anspielungen. Das Ding ist Nerdtum pur. Und das macht richtig Spaß, selbst eine kleine Mission zu spielen, wo es darum geht, einen Fisco-Roboter umzuprogrammieren. Am Ende stellt man dann fest, hey, halt, warte, was du gerade nackig? Hey, hallo, sind wir denn hier? Das ist das Video direkt ab 18. Ich werd bescheuert. Wo man dann... Ich komme nochmal zurück auf die Mission mit dem Fisco-Roboter, wo man dann einen Fisco-Roboter umprogrammieren musste, der dann, wo dann festgestellt worden ist, ey, in der Programmierung, ne, der ist nur auf Zorn. Ey, wir müssen ihn mal umstimmen, dann war er dann traurig und im Endeffekt hat der Roboter dann sein Leben geopfert, weil er es nicht mehr aushalten konnte, so vielen Leuten Leid zugetan haben. Und dann denkst du, ach du Scheiße. Aber war schon cool, wenn man den dann ins Wasser werfen konnte. Und er hat sich immer Arschloch genannt. Dieses Arschloch. Egal, wir spielen den Chaos-Modus. Und zwar ist das eine Anreihung von mehreren kleinen Missionen, die man erfüllen muss. Hier haben wir zum Beispiel Leute verteidigen vor den ODs, vor diesen Zombies. Ich mache das natürlich karnevalstechnisch mit meinem römischen Licht. Warum? Weil das verdammt viel Spaß macht. Na, und so geht man halt rum. Man bounced, man grindet, man schießt. Und freut sich den Kommentaren vom Helden. Der übrigens auch sehr geil ist. Am Anfang des Spiels will er einfach nur aus dieser Stadt raus und am Ende, die Stadt braucht mich. Sehr geil. So, jetzt bin ich hier an dem Punkt. Ach, ich muss die begleiten. Aha. Okay, ihr seid alle sicher von mir. Ich bin der Held. Na? Und es macht auf jeden Fall riesen Spaß, auch die einzelnen Sachen zu suchen. Klar hat man hier wieder mal total übertrieben mit Sammeln in der offenen Welt, aber das Sammeln macht Spaß. Da sammelt man mal das Klopapier, alte rotzige Schuhe, Reklametafeln, allen anderen Schwachsinn und hat halt Spaß daran.
weil man währenddessen noch andere tausend Sachen entdeckt, wo man sich denkt, ey, hätte ich jetzt das nicht gesucht, hätte ich das andere nicht gefunden. Es ist schon sehr geil gespeckt mit Hardfacts und Nerdtum und hast nicht gesehen. Und dann noch das Gameplay von, ja, ein Teil von, würde ich mal knallhart sagen, von Dead Rising 3 und Jet Set Radio gepaart mit ein bisschen Humor à la Borderlands vielleicht nicht, ein bisschen mehr Humor, voller, mein Gott, was mache ich hier gerade? Ich merke gerade, reden und spielen gleichzeitig doof. Nein, komm, Schleuder, da bin ich gerade nicht. Das ist die Fälle. Ja, natürlich steigen auch unsere selbstgebauten Waffen, wobei selbstgebaut ist nicht so richtig, denn im Endeffekt kaufen wir die Waffen, aber die leveln sich auf bis Stufe 5 und man kann die dann auch ausrüsten mit Amps, mit Applikationen, die dann besondere Fertigkeiten haben kann. So kann eine Feuerwaffe sowohl Feuer als auch Eis versprühen, was eigentlich keinen Sinn macht, aber es ist ein Beispiel. Oder andere Sachen mit den Gegnern macht, wie zum Beispiel so abtrünnigen Sklaven. Warum ist das Ziel wieder so nah? Warum sehe ich das nicht? So. Ne, Ziel ist es bei diesen ganzen Geschichten, Zwischenmissionen natürlich als erster Barfunk zu sein, denn dafür gibt es dann extra Punkte, was ziemlich cool ist. Und es ist halt clicky bunti und es macht einfach Spaß. Ne, den Trailer bei der Gamescom war auch sehr geil, wo dann ein Militärfuzzi umzingelt worden ist von diesen Banditen und dann der Hauptprotagonist einfach kam und einfach die alle weggeschlemmt hat. Also war schon sehr geil. So. Ein paar Säure, Fizzies aufbauen und dann ist das Leben auch schon viel besser. Ein paar Minen. Ja, und jetzt kommt meine Lieblingswaffe. Die Drachenkanone oder wie sie auch hier im Spiel heißt, Einhanddrache. Warum? Weil sie schön bunt ist. Lass uns doch mal Drachen rauskommen. So, schnell da hinten hin. Oh, meine Waffe schon wieder leer. Mann. Nimm ich den. Teddy. So. Ding sollte gleich geschafft sein. Ja, Mission abgeschlossen, sauber. Na, und im Endeffekt ist das, selbst Martin sagt dazu, dass das wirklich der Titel war, der Überraschungstitel, von dem man gar nichts erwartet hat, ne? Gerade für die Xbox One. Na gut, danach kommt bei ihm, glaube ich, direkt Hyrule Warrior, weil er nicht davon ausgegangen ist, dass man Dynasty Warrior mit Zelda kreuzen kann. Aber es hat auch geil funktioniert. Aber wie gesagt, das ist wie gesagt das Silvester Special und liegt einfach daran, weil es halt so schön bunt ist. Es macht einfach Spaß, dieses Spiel zu spielen. So, jetzt spielen wir die Nachtverteidigung. Die Leute drehen natürlich alle als erstes an diesen blöden Ding. Sorgen dafür, dass es dann Nacht wird und wir können die Falle nicht aufstellen. Wo bin ich denn jetzt? Da. Ich muss nämlich jetzt ganz schnell eine Feuerfalle aufstellen. Nein, falscher Button. Das wäre der richtige Button gewesen. So, jetzt muss ich gucken. Zack, Feuerfalle aufgebaut und yes! Geiler Omat! Nur da ist keiner. So. Jetzt ist er rein. Zack, Feuer! Nehmen wir nochmal römisches Licht dazu. Ah, sieht doch schön aus. So, nächste Welle kommt.
von da hinten schnell dahin. Und hier wurden auch keine Fallen aufgestellt. Blöd ist nur, ich habe jetzt keine Energie mehr, um neue Fallen aufzustellen. Obwohl, da ist eine. Matschbombe-Falle. Wofür bringt die Senf auf einer Schwarzwälder Kirschtorte? Keine Ahnung, wie ich da jetzt aufgekommen bin. Hier hat einer die Falle nicht aktiviert. Mann! Da klaut einer unseren Scheiß! Da oben ist das Viech. Da ist noch einer. Jetzt ist mein Tank leer. Muss ich ein bisschen improvisieren. Na, die Truppe vorher bei der ersten Aufnahme, die war besser. Die schwächelt ganz schön. Nein, meine Falle. Au. Gut, die Falle direkt wieder zerstört. Mann. Au. Toll, jetzt bin ich auch noch tot. Mein Gott, was macht ihr denn? Ach ja, übrigens, jede Sterbeanimation ist ein Gedösch. Aber das bringt mir gerade nichts, weil wir gerade mal kurz davor sind, zu verkacken. Ach Mann, wo sind die denn alle? Gammeln vor sich hin oder was? Das ist nicht gut. Das ist kein gutes Silvester, Mensch. Welle abgeschlossen. Ja, super. Einmal im Sarkophag. Römische Vollicht. Oh nein, hinter mir ist einer. Geh weg! Ja. Ach Mensch, ich wurde schon wieder verarmt. So. Gesicht. Geht doch. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich da oben schnell wieder an die Dings dran kommen, weil da greift jemand an. So. Mein Gott, Leute, ihr seid so schlecht. Angriff! Ja, auf die Lachmuskeln. Jetzt hat der scheiß Schleuderer mir sämtliche Fallen kaputt gemacht. Das heißt, ich muss umdecken. So, aktiviert. So, jetzt kriegst du dein Fett weg, du Arschloch. So, der ist auch drinnen. So, jetzt noch ein paar Impulsgranaten.
guter Letzt der Flammenkonduktor, Kondensator. Na komm, gehörst mir, du Sack. Wahnsinn, du bist Ritter geworden. Wahnsinn, geil, Omat. Ja, das war der Chaos-Modus von Sunset Overdrive. Jetzt gibt es noch ein paar Punkte für mich und noch ein paar geile Applikationen, weil ich, wie gesagt, es sind ganz schön viele rausgegangen, habe ich das Gefühl. Na egal, Dritter. Ja. Ne? Und wie gesagt, wenn ihr euch eine Xbox One kauft, dann kauft euch auch unbedingt Sunset Overdrive. Das Spiel ist der Hammer. Das Spiel macht richtig Spaß und jetzt gibt es noch die Auswertung. Wenn ich Bonusziel erreicht hätte, würde ich jetzt eine Mal 2 kriegen, aber irgendwie, ich habe nichts hinbekommen. Doch, hier. Ah, mal 4. Geil. Ah, wieder mal 4. Ah, geil. Und jetzt nochmal die 177%. Dafür waren wir aber ziemlich schlecht. Jetzt bin ich aber überlegen, welche Dings ich nehme. Den ersten Dorf oder den zweiten. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht, aber der war jetzt richtig schlecht. Es gibt auch nur Geld. Mit Geld kann man sich auch nur Kleinen kaufen. Mit Dosen kann man sich Waffen kaufen. Ja. Mensch. Ich glaube, da nehme ich doch lieber die Erstaufnahme. So, warte auf Spieler. Ja, und was soll ich noch sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Gebrabbel und den Chaos-Modus, die neue Rubrik, Coop with the Internet, keine Ahnung, ich lasse mir da noch irgendwas einfallen. Und das werden wir dann, glaube ich, im nächsten Jahr öfters machen. Ich will jetzt nicht mehr weitermachen mit den Luschen. Lusche! Stillstand, Lusche! Und ja, ich hoffe, ihr rutscht gut ins neue Jahr rein, ins Jahr 2015. Es wird sehr spannend, glaube ich, was es dann alles zu daddeln gibt und zu entdecken gibt. Aber erstmal reinrutschen, ich wünsche euch was, kommt gut an ins neue Jahr und man sieht sich dann 2015. Ciao!